Ausbildung ist heute wichtiger als je zuvor in der Geschichte. Doch eine alarmierende Zahl von Schülern versagt. Die Gewaltanwendung in Schulen eskaliert immer weiter. Bis zu 55% der Schüler verlassen die Schule vorzeitig und verfallen nur allzu oft in Drogen und der Kriminalität. Millionen sind bei Schulabschluss Analphabeten. Sie können nicht einmal ein Bewerbungsformular ausfüllen, geschweige denn in diesem Hightech-Zeitalter überleben. Zur Lösung der Krise werden Standards gesenkt, Prüfungen vereinfacht und Milliarden zur Lösung des Problems ausgegeben. Noch schlimmer sind die Fehldiagnosen bei Millionen von Kindern, denen dann starke Psychopharmaka aufgezwungen werden. Das Resultat? Eine unverminderte Abwärtsspirale im Bereich der Ausbildung. Es gibt jedoch eine Lösung für das Dilemma. Eine Organisation, die das gesamte Gebiet der Ausbildung revolutioniert. Applied Scholastics. Mit effektiven Ausbildungsmitteln für Pädagogen und Schüler überall auf der Welt. Scientologen haben seit 1972 mit Applied Scholastics zusammengearbeitet und es unterstützt. Heute ist es ein weltumspannendes, nicht-religiöses Netzwerk von Schulen, Nachhilfeunterrichtorganisationen und Lehrerausbildungsprogrammen, die L. Ron Hubbards bahnbrechende StudyTech verwenden. Sie packt das Problem der scheiternden Ausbildung an der Wurzel an, indem sie Schüler lehrt, wie man lernt, und ihnen präzise Werkzeuge zur Erkennung und Überwindung aller Lernschwierigkeiten vermittelt. Diese können für jeden Fachbereich und auf jeder Ausbildungsstufe angewandt werden. Die durch die StudyTech erzielten Erfolge suchen ihresgleichen. Die Durchfallquote fällt schulweit scharf ab. Innerhalb weniger Monate wird eine Verbesserung der Leseleistungen erzielt, die 4 Jahre der Schulung entspricht. Die Schüler werden wahrhaftig darauf vorbereitet, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Bei dieser globalen Bewegung für bessere Bildung steht die internationale Ausbildungszentrale von Applied Scholastics an vorderster Stelle. Hier lernen Pädagogen vom mittleren Westen der USA bis zum fernen Osten nicht nur die StudyTech an sich, sondern auch, wie man andere darin ausbildet, um sie an Schüler und Lehrer auf der ganzen Welt weiterzugeben. Es gibt hunderte von Applied Scholastics Gemeindelernzentren, wie zum Beispiel Lilly's Learning Place für Nachhilfeunterricht in Wichita, Kansas. Das staatlich geförderte Lern-, Ausbildungs- und Fähigkeitszentrum, das auch Weiterbildung für Lehrer bietet. Der Weltkreuzzug für Lese- und Schreibfähigkeit, der sich Verbrechen und Gangaktivitäten annimmt, indem er sich durch Ortsgruppen in Dutzenden von Städten rund um die Welt des Bildungsnotstands in Slums annimmt. Und das Hollywood Education and Literacy Project, das in den USA als Musterbeispiel für den Nachhilfeunterricht gilt und auf 3 Kontinenten tätig ist. Von Applied Scholastics ausgebildete Lehrer bringen die StudyTech direkt in die Klassenräume. Ganze Lehrpläne in privaten und öffentlichen Schulen basieren auf dieser Lernmethode. Angefangen bei den Schulen von Applied Scholastics in Dänemark bis zum Netzwerk der Delphi-Schulen in den USA, deren Schüler um ein Drittel bessere Prüfungsergebnisse erzielen als der US-Durchschnitt. Pädagogen von Applied Scholastics bringen die StudyTech auch ganzen Ländern, wie zum Beispiel der Mongolei, wo das Bildungsministerium die StudyTech in Schulen des ganzen Landes einführte. In Ghana half die Regierung bei der Etablierung des L. Ron Hubbard Lernzentrums, um dem ganzen Volk die StudyTech zu bringen. Und in Ländern überall in Afrika wenden selbst Lehrer in Klassenzimmern in den abgelegensten, ländlichsten Gebieten StudyTech an. Schulen, die die StudyTech verwenden, erhöhen die Bestehensrate innerhalb weniger Monate um das Vierfache. Regierungschefs erkennen, dass StudyTech den Bildungsstandard des ganzen Kontinents erhöht und machen sie daher obligatorisch. Insgesamt hat Applied Scholastics Zehntausende von Lehrern ausgebildet und weltweit Millionen von Schülern erreicht. Heute wächst das Netzwerk von Applied Scholastics schneller denn je und umfasst hunderte von Schulen und Gruppen in etwa 60 Ländern auf 5 Kontinenten.
Dieser Planet braucht dringend Lösungen für den Bildungsnotstand. Die Antwort ist StudyTech. Jeder kann die StudyTech erlernen und verwenden, um andere zu unterrichten, ein Lernzentrum zu gründen oder in einer Applied Scholastics Gruppe zu arbeiten. Und dadurch strahlende Hoffnung auf eine großartigere Kultur für den Menschen hervorzubringen.